bleibt gehalten, nicht wahr? Ja, aber wenn er ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play. Möchtest du vielleicht, dass die dich hören? Fallout 4. Wir haben heute Mittag, beziehungsweise in der letzten Folge, unsere Perks zusammengestellt, beziehungsweise zurückgesetzt und dann zusammengestellt. Folgendermaßen sieht es jetzt alles aus, für diejenigen, die keinen Bock hatten, das zu sehen. Ach cool, die Sterne sind weg. Ja, mussten wir einfach komplett einmal rausgehen. Gut, die optischen Fehler sind weg. Wir haben hier Stärke 3, Wahrnehmung 4, Ausdauer 3, Charisma 6, Intelligenz 8, Beweglichkeit 7 und Glück 6. Wir haben uns alles schon zusammengebastelt, wie wir es gerne haben möchten. Und das Wichtigste für uns ist natürlich das Schleichen erstmal. Dann die Schaden für die nicht automatischen Pistolen. Und natürlich Schlossknacken, Hacken und hast du nicht gesehen, alles drin. Wir hatten zwar zwei Punkte in Schlossknacken drin, das werden wir auch als nächstes machen. Aber ich wollte auf jeden Fall Schleichen drin haben. Das heißt, das nächste Level up geht auf jeden Fall auf Schlossknacken. Und ich würde sagen, schon die nächsten beiden gehen auf Schlossknacken, damit ich Meisterschlösser knacken kann. Ja, und jetzt gehen wir erstmal zu Ruski, mein russischer Freund. Und wir werden uns kurz unterhalten. Aber erst klaue ich ihm seine Haarklammer. So. Oh. Vadim Sohn, die Jevis Terminal. War ich noch versteckt? Ich hoffe schon. Ja, da haben wir schon die erste Bombe. Jetzt haben wir Wissenschaft natürlich so krass hoch, ne? Ja gut. Wir bzw. Intelligenz, nicht Wissenschaft. Und man sieht schon, ist schon ein großer Unterschied zu vorher. Ich denke mal, das wird uns auch sehr hilfreich sein. Ich freue mich auf jeden Fall auf die späteren Level, wenn wir ja alles so ein bisschen auskosten können, was wir uns da gerade, was wir uns heute Mittag ausgedacht haben. Das wird was Feines, ne? Herr Bulli. Geschafft. An Wladimir, bitte mach sauber. Wladim. Habe ich Wladimir gesagt? Bitte erledige zumindest einen Teil des Reinemachens und halte die Bar sauber. Scarlett putzt schon die Hälfte der Zimmer, die Tische und die Veranda. Ich den Rest. Darf ich dich daran erinnern, dass ich nicht Mutter bin, ja? Jeffim. An Vadim, bitte nachts leiser sprechen. Wir führen ein Hotel, oder? Die Leute bezahlen uns, um hier zu schlafen, oder? Ist es nicht möglich, die Bar jeden Abend zur gleichen Zeit zu schließen? Manchmal hören die Gäste noch bis morgens, wie du dich mit den Kunden an der Bar unterhältst. Du bist alles andere als leise. Versuch wenigstens nicht ganz so laut zu sein, wenn du schon rund um die Uhr Drinks ausschenken musst. Jeffy. Man merkt schon, Jeffy ist halt der ruhige Genosse, der chillige. Und Vadim, den ich höchstwahrscheinlich Vladimir immer nennen werde, der ist wohl eher so der Typ. Ey, ich hab Spaß. Vadim, mir macht es nichts aus, Rechnungen für unsere Geschäft zu bezahlen, aber ich bin nicht dein Buchhalter. Wenn wir einkaufen, sagst du zu Händler, Rechnung an Dugout. Dann muss ich sie bezahlen oder wir verlieren alles. Wir machen das gemeinsam, ja? Warum bin ich dann... Nee. Warum bin dann ich der Einzige, der persönliche Finanzen von beruflichen Finanzen trennt? Jeffy. Lies diese Notiz. Vadim, ich will reden. Du schickst mich weg. Du sagst, schreib, was du willst in das Terminal und du siehst es dir an. Aber du liest nie, was ich schreibe. Verstehst du nicht, wie unerträglich das ist? Du wirst es nicht einmal lesen, nicht wahr? Vater hatte recht. Schwer ist der Rücken, der zwei Lasten trägt. Jeffy. Ah, man merkt schon. Ah, Jeffy hat da irgendwo... Er nimmt alles auf die leichte Schulter. Klebeband, sauber. Sollte man nicht tun. Jet. Und ja, wir gehen mal kurz in unser Inventar. Ich habe gerade kurz mal
Ein kleines bisschen. Einen Gedanken gehabt. Ablegen Komponentenansicht LB. Für Markierung suchen. Wir brauchen Kleber. Wir brauchen Stahl. Okay, hatten wir da noch irgendwas? Sortieren, ablegen. Ups, da wollte ich gar nicht hin. Okay. Klebeband. Bin ich da jetzt Komponentenansicht, also Komponentenansicht? Gegenstandansicht, okay, das wollte ich noch haben. Leere Farbdose. Ich suche Stahl und Kleber. Ach cool. Farbdose. Stahl und Kleber. Stahl und Kleber. Achso, das ist alles, was wir derzeit dabei haben. Was? Wenn die uns gerade belauschen. Ich nehme deine Bestellung auf, wenn du soweit bist. Wo ist denn der Vadim? Okay. Ich soll ihn abends treffen, hat er gesagt, ne? Knochenbau. Komm doch mal im Mega Surgery Center vorbei. Habe ich jetzt die Quest ausgewählt? Mit Vadim? Ich hoffe doch. Ja, shit, dann sind wir ja eigentlich bis Level 18. Naja, gut, komm. Es ist wichtig, dass ich diese Waffe kriege. Ich bin halt ein Sammler und Jäger, Freunde. Ein Sammler und Jäger. Ich will jeden Scheiß haben. Darauf kannst du aber richtig Gift nehmen. Ich habe das Gefühl, dass die Ladezeiten länger geworden sind. Man muss dazu sagen, vor kurzem ist das Update rausgekommen. Und Bugfixes gegeben haben. Ich hoffe, dass endlich ja, dieses Problem gefixt wurde mit der Waffe, die gezogen wird. Welche Quest mache ich denn jetzt gerade? Der Weg zur Freiheit? Nein! Das wollte ich doch machen. Okay, 18 Uhr, ja. Dann setzen wir uns hier doch mal hin. Und warten. Das müsste dann so sein. Was? Am Morgen? Das heißt, wir... Well, ich bin verwirrt. Es gibt hier keine europäische Ansicht. Das heißt, wir müssen jetzt 12 Stunden warten. Dann haben wir es nach 18 Uhr. Ach, deswegen, weil der nach 18 Uhr Feierabend hat wahrscheinlich. Was ist das für eine Hose an, Alter? Hey. Ich wollte gerade sagen, wieso konnte ich sie nicht öffnen? Ich konnte nicht mal mit meinem Hund reden. Ich konnte nix. Wo? Worum geht's denn? Oh, was ist los? Bist kein so harter Kerl mehr, wenn du nicht mehr auf Sendung bist, was? Genau. Könnt ihr mich nicht einfach in Ruhe lassen? Oh, was ist los? Bist kein so harter Kerl mehr, wenn du nicht mehr auf Sendung bist, was? Hey, Kumpel. Oh, du bist's. Die ganze Situation riecht nach Ärger. Ich hab damit nicht angefangen. Ich weiß wirklich nicht, was ich getan habe, um sowas zu verdienen. Ich will einfach, dass sie verschwinden. Warum gibst du ihnen nicht ein wenig Kontra? Nein, ich meine... Nein, das wäre schlecht. Bei den Männern könnte das... Nun, es könnte zu Gewalt führen. Nichts wird sich ändern, es sei denn, du tust was dafür. So schlimm ist es nicht. Ich komm schon damit klar. Willst du denn nicht, dass damit Schluss ist? Ja,
aber... Aber was? Sei nicht so ein Feigling. Ich bin kein Feigling. Oh. Okay. Das reicht. Entschuldigung. Hast du gerade was gesagt? Ich hab gesagt, es reicht. Lasst mich in Ruhe. Seht ihn euch an. Lass mich mal eine Sekunde nachdenken. Nee, ich glaub nicht. Ich mein's ernst. Lasst mich in Ruhe. Klingt, als wolltest du mir drohen. Ist das so, Travis? Wolltest du mir drohen? Ich frage mich, wie die Drohung ausgesehen hätte. Oh. Sorry. Was willst du machen, kleiner Mann? Ich hau euch um! Großer Fehler, Travis. Jetzt mache ich dich und deinen Kumpel da platt. Das ist eine dermaßen schlechte Idee. Sicherheit! Ich hab nicht mehr so viel Leben. Wo ist die Sicherheit? Verdammt! Okay, Watz-Modus. Du willst meinen Watz-Modus? Ups. Ich hätte fast eine Mine gelegt. Oh ja. Mal schön kritisch mit der. Bam! Komm schon, nur ein Dreh. Och, das hier war Blut. Oh, Himmel, mein Kiefer. Scheiße, Mann. Einfach scheiße. Was immer du das fragst. Das ist doch scheiße, Mann. Ich weiß nicht. Das ist nicht das, was wir vereinbart hatten. Hab letztens schon wieder gesehen, wie Sicherheitsmitarbeiter ein Haus ausgeräumt haben. Wen hat es erwischt? Keine Ahnung. Huch, da hat er richtig zugeschlagen. Hey, ich meine, hi. Mal wieder, hi. Hi. Travis. Wow, ich kann's nicht glauben. Wir haben's geschafft. Wie fühlst du dich jetzt? Ich weiß nicht. Ich meine, wow, einfach nur wow. Ich hätte nie gedacht, dass ich zu sowas fähig bin. Das war irre. Wow. Hey, ich danke. Das war echt Wahnsinn. Ich glaube, ich sollte mich jetzt vielleicht mal hinlegen. Vadim. Netter Pip-Boy. Danke. Jenseits der Mauer wirst du es nicht schaffen. Also schmeiß dich hier nicht so an mich ran. Wo ist Vadim? Vadim? Da hinten ist er. Das lief doch gut. Bereit für den nächsten Teil des idiotensicheren Plans? Kommt drauf an, was es ist. Ist nett und einfach. Du hast Scarlett gesehen, ja? Sie arbeitet hier schon eine Weile. Ich bin zwar nur ein einfacher Barkeeper, aber ich sehe Sachen. Ich sehe zum Beispiel, wie Travis sie anschaut. Und ich sehe, dass sie ihn manchmal anschaut. Wenn jemand, der nicht ihr Arbeitgeber ist, ihr vorschlägt, dass sie etwas Zeit mit Travis verbringt, würde ihm das sicher gut tun. Mhm. Warum soll ich das unbedingt machen? Denk doch mal nach. Ich bin Scarlets Boss. Wenn ich ihr sage, sie soll sich mit Travis treffen, könnte sie glauben, dass sie plötzlich keine Kellnerin mehr ist. Tu einfach, was nötig ist, damit sie sich mit Travis trifft und sich die ganze Sache hier auch lohnt. Und wir beide haben uns nie darüber unterhalten, ja? Ah, so sieht das also aus. Er will nicht, dass sie für eine Nutte gehalten wird, oder dass sie denkt, sie wird für eine Nutte gehalten. Irgendwas mal so. Geh weiter. Ja, ja, jetzt reg dich mal ab. Da wären wir also. Viel Glück bei der Suche nach mutiertem Farmmann. Du hast die Mauer zu einem Blau. Ist sie jetzt echt komplett blau geworden? Wir haben sie echt blau gemacht. Und nur den unteren Teil.
Aber es sieht cool aus, sieht besser aus. Sieht original aus. Ich meine, da fehlt noch ein bisschen Weiß, klar, aber... Miss? Ich mach grad Pause. Kann ich dich was Persönliches fragen? Es geht um Travis. Travis? Wirklich? Hat er was über mich gesagt? Ich hab von dem Kampf gehört. Travis war... wirklich tapfer. Fändest du es schön? Fändest du es schön, wenn er dich erwähnt hätte? Ja, ich denke schon. Ich meine, ich habe schon mal ein Auge auf ihn geworfen. Vielleicht... Nein, ich kann nicht einfach zu ihm rübergehen. Hey, Travis ist ein netter Typ. Und ich merke doch, dass du ihn magst. Ich glaube, er mag dich auch. Also rede doch einfach mal mit ihm. Okay, ich mach's. Ich gehe gleich zu ihm rüber. Danke. Easy. Okay, war leichter als gedacht. Wer bist du? Wo willst du hin? Erschießt du Leute, Mister? Mein Papa sagt, dass fremde Leute erschießen. Ja, ich erschieße ganz viele Leute. Ist quasi mein Beruf. So, 1a geregelt, Madame und der Herr sind zusammen. Oder zumindest treffen sie sich. Das ist schrecklich. Oh, ich wusste es. Er hat Blödsinn gemacht und sieh nur, was jetzt passiert ist. Und du musst helfen. Ich kann das nicht. Du musst mir helfen. Was? Wovon redest du? Ich rede von Vadim. Sie haben ihn entführt, diese Männer, die das mit Travis veranstaltet haben. Sie kamen wieder und meinten, dass Vadim ihnen Geld schuldet, dass sie einen Deal hatten. Er wollte nicht zahlen, also haben sie sich ihn geschnappt und meinten, dass sie schon dafür sorgen würden, dass er zahlt. Und dann haben sie ihn einfach nach draußen geschleppt. Du musst was tun. Bitte sag mir, dass du was tun kannst. Ich hole ihn zurück, Yefim. Darauf kannst du dich verlassen. Bitte bring ihn einfach nur zurück. Er ist ein Idiot, aber er ist mein Bruder. Ich würde dich ja begleiten, aber jemand muss hier bleiben. Sprich mit Travis. Vielleicht weiß er, wo sie ihn hingebracht haben. Okay. Tun wir. Wir können jetzt Radio hören und gucken, ob er wirklich selbstbewusster geworden ist. Das wäre schon interessant. Die Leute in der Stadt erschrecken sich vor ihrem eigenen Schatten. Ich sage, die sollten sich mal entspannen. Vielleicht sollten wir ganz kurz einen Augenblick gleich mal reinhören. Wenn Musik läuft, schalte ich wieder ab, Papa. Was geht's? Hast du Vadim gesehen? Er wurde im Dugout entführt. Und Yefim dachte, du weißt vielleicht, wo Bull ihn hingebracht hat. Was? Das ist echt kein lustiger Witz. Echt nicht. Du hältst das für einen Witz? Ist es aber nicht. Das ist mein Ernst. Moment, was? Echt jetzt? Oh Mann. Wow. Ist das... Das ist wegen dieser Sache, oder? Es ist... Das ist meine Schuld. Nein, Travis. Das ist eine Sache zwischen Vadim und diesen Männern. Es ist nicht deine Schuld. Aber wenn ich nicht gegen sie gekämpft hätte, wäre das vielleicht nicht passiert. Pass auf. Ich hab nicht allzu viele Freunde. Wenn Vadim verschwunden ist oder in Schwierigkeiten steckt, dann werde ich helfen, ihn zurückzuholen. Glaubst du wirklich, dass du das tun kannst, was getan werden muss? Du sprichst davon. Wenn es nötig ist. Ich hab genug mitbekommen, um zu wissen, dass sie vermutlich in der alten Beantown-Brauerei hocken. Wir müssen dahin und ihnen zeigen, dass wir es ernst meinen. Und dann holen wir Vadim zurück und... Alles wird gut, oder? Ich besorg mir eine Waffe. Wir treffen uns da. Und dann bringen wir das zu Ende. Oh. Kamst du gerade aus dem Bett? Hab ich ganz genau gesehen. Na gut, Travis. Wir machen das schon. Wir beide. Bros auf Ewigkeit, wir machen das.
So, dafür müssen wir einmal raus. Ich weiß zwar nicht, wo die Frau so schnell verschwunden ist, aber ist mir egal. Brauchst du was, Plünderer? So, nein, sie haben den Bug nicht gelöst. Du musst das meine Schallgedämpfte hin. Wie es kommt. Weißt du, wenn was Schlechtes passiert, sagt man am besten einfach ja dazu. Das ist meine Sniper. Schrot. Ach, die habe ich weggelegt. Weil ich dachte, das Ding hier wird reichen. Nicht das. Auf gut Glück. Natürlich reicht das schon, aber ich möchte das ja nur einsetzen für einen Notfall. Wenn wirklich Not am Mann ist, werde ich das Ding hier einsetzen. Ansonsten sollte ich echt versuchen, es nicht einzusetzen. Ich weiß, viele denken jetzt, Zero, das ist aber eine gute Waffe. Ich weiß, dass es eine gute Waffe ist, aber genau deswegen sollten wir sie aufsparen. Für den Fall der Fälle. Falls man wirklich ein so krass starker Gegner kommt. Ach du Scheiße, die Todeskralle, ne? Dass wir Probleme mit ihm kriegen, wenn ein Legendär auf uns zusprintet, sollten wir diese Waffe ziehen und ihm das Zeug aus den Gedärmen prügeln mit der Waffe oder schießen, besser gesagt. Das brauchen wir, Freunde. Automatisierte Geschütztürme erfassen ihre Ziele und greifen sie unbarmherzig an, aber sie können oft über nahegelegene Computerterminals umprogrammiert werden. Oh, schön zu wissen. Ich meine, das haben wir schon oft gemacht. Ist ja gar kein Problem. Ja, Ladescreen, eine halbe Ewigkeit, cool. Gucken wir uns die Todeskralle mal von hinten an. So ruhig sieht man sie sonst nicht. Ich will gar nicht wissen, wann die auftauchen bei mir. Ich glaub's. Oh. Vor der Mauer Dienst schieben muss. Da mag mich wohl jemand nicht. Das Schöne ist ja, die Gegner müssten jetzt langsam wieder respawned sein. Hi, wer bist du denn? Weitergehen. Achso, du chillst einfach nur. Wie weit müssen wir denn gehen? Ich habe jetzt mein Tablet nicht aufgeschlagen, deswegen muss ich mal hier gucken. Dann gehen wir bis zum Polizeirevier. Ah, ist mir doch ein bisschen zu weit weg. Deswegen kurz schnell reisen. Ja, ich bin gespannt, ob das, was wir gemacht haben mit dem Schleichen und so weiter, nützlich sein wird für uns. Ich hoffe schon. Ich meine, 20% ist schon eine Menge, muss ich sagen. Und wenn wir das aufgelevelt haben, dann sind wir unsichtbar. Und die Power-Rüstung werden wir natürlich auch so ummodifizieren, dass wir damit schleichen können im Stealth-Modus. Ich weiß noch nicht, warum wir zwei Stealth-Boys haben. Ich weiß nicht, wird einer irgendwann verbraucht? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie die das da gemacht haben, aber wir werden das alles noch rausfinden. Wir müssen noch verpassen, dass hier nichts respawnt ist. Da hinten ist Feuer. Da ist eine kleine Hütte. Hey. Ups, ich wollte nichts von dir. Hund, nein, ich wollte nichts hier von dir. Drüben. Alter Hund. Warte da. Komm schon. Position halten. Und los. Habe ich ihn verwirrt? Ach, Dose. Sicherung, meinetwegen auch. Diese Pfeile, ich will diese Pfeile nicht haben. Danke. Gott verdammt. Medex, Mentets. Oh, das ist gut, das ist gut, das kann ich immer gebrauchen. 10 mm Pistolenkugeln sowieso. Brauche ich ganz dringend.
Das sind nur diese Vögel. Da schon, was hat sich da hinten bewegt? Nicht schön. Hier müssen wir ihn irgendwo treffen. Da hinten steht er, glaube ich. Oh, Gott sei Dank. Du bist da. Also, jetzt ist es soweit. Wenn sie Vadim haben, dann ist er vermutlich drin. Wir... Uns passiert doch nichts, oder? Nein. Nicht nur solange ich mich ducke. Bei dir kann ich es nicht sagen, es tut mir leid. Also wenn du tot bist, dann... Ist mir das scheißegal. Muss ich mal so ganz offen sagen. Es tut mir leid, Bro, aber... ich brauche die Munition. Vorsicht. Was haben wir denn hier? Info zur Brauereiführungen. Führungen finden halbstündlich statt und dauern 5 bis 6 Minuten. Gäste haben von unserem erhöhten Sieg einen Blick aus der Vogelperspektive auf die Brauerei. Die Brauerei haftet nicht für Gäste, die vom Steg, habe ich Sieg gesagt, Steg fallen. Aus Sicherheitsgründen wurde ein Geländer angebracht. Führungen enthalten einen Rabatt von $5 für den Souvenirshop und enden mit einer kostenlosen Bierprobe auf dem Parkplatz. Die Temperatur der kostenlosen Proben kann nicht garantiert werden. Preis der Führung 25, kostenlose Bierprobe 5 Euro. 5 Dollar. Die kostenlose Bierprobe kostet... Okay. Warte, Holoband. Ach so. Finde ich krass, dass ich die Dinge einfach da lagern kann. Wer ist da? Hey, wer ist da? Jetzt gehörst du mir, Mann! Upsi. Okay, er muss zuschlagen, weil er keine Munition mehr hat. Scheiße! Was ist los? Ja gut, wir haben ihm die Munition weggenommen, aber das ist mir scheißegal. Das ist meine Munition. Lag der hier? Hat der gekocht? Sag mal, ist das dein Ernst? Im besten Falle sollte ich versuchen, später, wenn wir wirklich gut sind im Schleichen, die Leute einfach zu beklauen. Staubwedel brauche ich nicht. Also die Gegner, dass die sich nicht wehren können. Ist überall Wein, aber Wein und ganz andere Kram kann man wahrscheinlich für Buffs verwenden, aber ich bin kein Fan von Buffs, weil ein Buff kann jederzeit einen Debuff mit sich führen. Und das mag ich nicht so. Ja, mich entdeckt die ganze Zeit mein eigener Begleiter. Was zum Teufel war? Okay, das ist nicht wirklich viel. Okay, ich habe keinen mal getroffen. Doch, einmal. 2,3-facher Schaden. Ich weiß, dass du hier bist. Weißt du was? Ich hol mir einfach jetzt meine Sniper raus, ne? Au! Okay, er kann nicht sterben. Okay, ich habe wirklich nicht viel Leben. Okay. Wollte ich jetzt die Waffe auf gut Glück da. Allerdings muss ich mir jetzt kurz was zu essen reinpfeifen. Ich habe wirklich sehr wenig Leben.
Gut, mein Begleiter hat mich jetzt auffliegen lassen, so ziemlich. Von daher kann man da noch nichts sagen, ne? Die Waffe ist so krass. Warum müssen Sie sich immer wehren? Kommt der jetzt hier in die Ecke? Turm der Turm, das ist der Boss. Okay, sehr schön. Nehmen wir mal die Schrot. Ach, wo hast du die Waffe her? Hast du Munition geklaut? Anstatt die Geisel zu erschießen oder so. Ich würde es machen. Was haben wir denn da? Gwinnett Brauchrezept. Dieses Holoband enthält verschlüsselte Subroutinen für die Herstellung der Gwinnett-Marke. Jede versuchte Verwendung dieser Brau-Subroutine ohne Lizenzvereinbarung wird als Diebstahl von Unternehmens- Geheimnissen mit voller Härte des Gesetzes verfolgt. Sollten Sie dieses Band hier finden, bringen Sie es bitte zu Ihrer örtlichen Gwinnett-Brauerei. Es winkt ein Finderlohn in Bar. Aha. Was soll das denn? Danke. Ich wusste nicht, ob jemand kommen würde. Ich dachte, dass das vielleicht das Ende ist. Danke. Das vergesse ich dir nie. Du bist ein Idiot, dass du dich überhaupt mit diesen Pennern eingelassen hast. Okay. War vielleicht nicht das Klügste. Aber jetzt ist ja wieder alles gut. Diese Idioten haben Kronkorken und Camps einfach rumliegen lassen. Sie haben es nicht gemerkt, als ich mir die Taschen voll gepackt habe. Hier, das Zeug hast du dir verdient. Und Travis, ich bin überrascht, dich hier zu sehen. Hey, Vadim. Ich bin froh, dass du in Sicherheit bist. Wie bist du denn in diese Sache reingezogen worden? Keiner hat mich dazu gezwungen. Ich wollte helfen. Du steckst voller Überraschungen, mein Freund. Mann, was für ein Tag, was? Hey, ich wollte mich noch bei dir bedanken. Das hier war... Nun ja, es war völlig verrückt. Aber ich glaube, ich habe einiges dazugelernt. Das alles war ein ganz normaler Tag für mich. Ja, glaube ich. Für mich aber nicht. Wenn ich nach all dem an die Sachen denke, vor denen ich früher so viel Angst hatte, dann wirkt das jetzt irgendwie albern. Verstehst du? Ich hatte immer Angst, meine Sendung im Radio zu machen. Aber das ist nichts im Vergleich dazu, verprügelt und beschossen zu werden. Ich kann so viel mehr aus meinem Leben machen. Und das werde ich auch. Wie dem auch sei, danke nochmal. Ich schulde dir was. Ja, Selbstvertrauen ist alles. Und das zählt auch bei Let's Plays, Freunde. Ja, komm, knacken wir das ein bisschen. Ich meine, so schwer sieht das jetzt nicht aus. Wo haben wir denn hier noch was? Ich sehe nichts. Da ist was. Gleich daneben. Ha! Goldgrube. Es ist immer so krass versteckt. Bist du einer? Ja. Ich glaube, das reicht auch, ne? Boah, definitiv. Schön.
Okay, Probleme. Die Crew wird langsam nervös. Haben zwar noch jede Menge Bier, aber das Essen wird langsam knapp. Hab Sparta und ihre Crew aus dem AADTSL losgeschickt, um was zu finden. Aber wenn wir nicht bald was Essbares auftreiben, werden wir die Jungs abhauen. Sparta, hatten wir die nicht getötet? Das staatliche Vorratslager wäre die beste Lösung, aber die Eltern von Lily und Red to Red haben den Schlampen wohl nie beigebracht, dass man seine Sachen mit anderen teilt. Wenn wir nichts von Sparta hören, werden wir bald einen Angriff wagen müssen. Sparta, wir haben Sparta umgebracht, ne? Hab Scheiße gebaut. Wir haben versucht, das Lager zu stürmen, aber Lily, Red und ihre Crew haben sich da wie Zecken festgesetzt, haben die Hälfte meiner Männer erlegt, bevor wir abhauen konnten. Drake und Hook konnten immerhin ein paar Geiseln nehmen. Vielleicht können wir sie gegen ein paar fancy Lady-Kuchen eintauschen. Immerhin brauchen wir jetzt nicht mehr so viel zu essen. Oh, die wollen die Geiseln essen oder was? Jackpot. Lily! Scheiße, das ist Lily! Die Schlampe würde ich überall wiedererkennen. Drake hat die Geiseln vom Überfall in mein Zimmer gebracht. Und als ich Lily gesehen habe, wusste ich, dass alles gut wird. Jetzt wird Red einen Deal mit uns eingehen müssen. Es sei denn, sie hätte ihre Schwester gerne in kleinen Stückchen zurück. So viel Essen. Ich habe noch nie so viel Essen gesehen. Als ich ihr gesagt habe, dass wir ihre Schwester haben, dachte Red, ich verarsche sie nur. Aber ein Brief von der kleinen Schwester brachte da schnell Klarheit. Jetzt kommen massenweise Kisten an und rekrutieren. Wenn das so weitergeht, können wir uns dieses Jahr noch Corvega oder DB Tech vornehmen. Scheiße. Scheiße, wie konnte sie entkommen? Ich habe die Schlampe am Boden festgekettet. War noch halb am Schlafen, als sie mich angegriffen hat. Dachte, ich würde auf ihr Bein zielen. Scheiße, jetzt ist überall Blut. Oh, ich muss das hier sauber machen und die Leiche irgendwo deponieren. Das darf keiner wissen. Wenn Red erfährt, dass ihre Schwester tot ist, wird sie uns einen Scheißdreck geben. Problem gelöst. Heute ging ein Gerücht über eine fette Karawane rum. Die ganze Crew ist los, um sie sich zu schnappen. Nun ist sie leider nie aufgetaucht, weil es sie nicht gab. Während alle unterwegs waren, habe ich Lily in einem der Fässer deponiert. Ich glaube sogar, dass sie den Geschmack verbessert hat. Damit wäre schon mal ein Problem gelöst. Aber die Gang ist tot. Falls wir nicht weiter Lebensmittel geliefert bekommen... ist die Gang tot. Das heißt, Lilys Briefe müssen weiter rausgehen. Ich sollte mich mal nach Stiften umsehen. Corvega. Scheinbar hat jemand Jared ausgeschaltet. Ich habe den Chem-süchtigen Bastard zwar gehasst, aber er war echt kein Waschlappen. Wir brauchen mehr Knarren. Jared. Das waren wir auch, ne? Das ist eine Kiste. Kronkorken. Und das nehmen wir mit. Gut. Ich hab euch doch nur verarscht. Ja. Picket, Fans. Du hast eine Ausgabe von Hast du nicht gesehen? Du kannst jetzt Lattenzäune in Siedlungswerkstätten bauen. Cool. Lattenzäune, Freunde. Endlich habe ich eine Latte. Ist das nicht schön? Ja, ich freue mich auch. Wir konnten am Anfangsterminal eine Diskette einlegen, ne? Bevor wir jetzt den Fahrstuhl nehmen, laufen wir kurz einmal kurz zurück, auch wenn der Fahrstuhl uns zurückführt. So, dennoch laufe ich zu Fuß zurück. Shit. Hier wollte ich gar nicht hin. Ich dachte, du wärst ein Mensch gewesen. Wer ist da? Ich wusste nicht, dass hier noch jemand ist. Ich habe mich da komplett sicher gefühlt. Du auch.
Netter Helm übrigens. Tschüss, Kopf. Oh, die Blutfontäne. Patrone. Oh, nehme ich. Gelber Pilothelm. Ja, kann man mitnehmen, ne? Hier werden wir später langlaufen. Ich will erstmal die Diskette reinlegen. Wo war denn das? Ah, hier kamen wir her, ne? Können wir nicht auswählen? Oder war es da gerade? Da. Blablabla. Aber ich hab's doch quasi zurückgebracht. Das ist doch der Ort. Oder nicht? Gucken wir erstmal, was da oben abgeht. Doch vorher, Freunde, würde ich sagen, beenden wir hier die Folge. Ich weiß, 41 Minuten nicht. Sollte es nicht so übertreiben. Wir sehen uns morgen wieder zu einer neuen Folge. Haut rein, euer Zero. Tschüss.